In diesem Video möchte ich euch den Babykostdämpfer Janosch von der Firma Breuer vorstellen. Dieser kommt nach Hause in diesem Karton. Von der Farbe sehen wir jetzt schon, das Einzige, was hier an Janosch erinnert, ist einmal der Schriftzug. Und von der Farbgestaltung ähnelt er sich sehr mit den Janosch-Motiven. Ansonsten liegen hier drei Janosch-Sticker bei. Und ja, mehr erinnert jetzt nichts dran, dass es eine Janosch-Edition ist. Paar Labels sind drauf, hier kurz nochmal die Beschreibung, 3 Jahre Garantie für Glasflaschen und Kunststoffflaschen mit digitalem Display, also die Beschreibung, das ist der Karton. Wir schauen aber jetzt mal rein. Als erstes erwartet uns dann der Babykosterwärmer, schauen wir gleich drauf, und Dokumentation, die Anleitung, verschiedene Sprachen, ich denke ja 8 Sprachen. Dann finden wir noch eine Service-Adressenverzeichnis von ganz Europa. Dann nochmal eine Schnellstarteinleitung, wo immer wieder auf diese Funktion warm halten und erhitzen Wert gelegt wird. 3 Janosch-Sticker, wie schon gesagt. Nochmal so verschiedene Übersicht von Produkten. Und das wäre es im Prinzip. Jetzt schauen wir uns mal den Babykostwärmer an. Er sieht von vorn erstmal vom Design her sehr schlicht aus und sehr hübsch. Hat hier 3 Tasten: einmal die Heizstufe, Anschalten und Warmhaltestufe. Also Heizstufe bedeutet, hier kann ich die Temperatur bzw. Zeit nach oben stellen. Das Einzige, was uns an Janosch erinnert, ist wie gesagt dieser Schriftzug. Ansonsten nur die Farbwahl. Sehr schlicht ansonsten. Ein Kabel, vielleicht 1,20 Meter lang. Und dann schauen wir mal rein. Hier haben wir einmal einen Deckel. Der ist dann für sonstige Zeit, damit das Wasser, weil man das kann man ja immer wieder verwenden, nicht verdunstet. Ansonsten, wenn man natürlich hier jetzt ein Fläschchen reinstellt, dann schaut das drüber hinaus. Hier sehen wir nochmal so ein Sieb. Das ist einfach eine sehr gute Idee, wenn das dann warm ist, das Gläschen, kann man an diesem Sieb das ganze Gläschen rausnehmen. Wasser tropft ab und bleibt hier drin. Was ist hier drin? Hier sehen wir unten so eine Heizplatte. Da ist nochmal ein Schutz davor, dass man da nicht aus Versehen mit der Hand hineingreift. Dann nochmal hier dieser kleine metallerne Kopf. Da ist ein Temperatursensor dran. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert gar nicht so einfach, wie man am Anfang denkt. Man braucht etwas Eingewöhnung, sagen aber auch die Amazon-Rezession, aber dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Also die Eingewöhnung ist, man kann jetzt nicht erwarten, aha, nach 15 Minuten ist das Fläschchen warm, genau auf der Temperatur, die ich hier einstelle. Nein, da muss man immer wirklich schauen, weil da gibt es verschiedene Komponenten, nämlich die Komponente Ausgangstemperatur des Fläschchen oder Babygläschens, ist das ein Kühlschrank oder ist das bei der anderen Temperatur, also Zimmertemperatur, und das muss man einfach beachten, aber mit der Zeit hat man es dann raus, okay, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt 17 Minuten hier reinstellen und dann wird das sozusagen automatisch warm werden. Also ihr seht, es ist eigentlich so, dass ich entweder hier das Aufwärmen nutze, einmal anschalten, dann Aufwärmstufe wählen und dann wie viel Zeit ich da gebe und dann im Prinzip drücke ich Start, beziehungsweise auch die Warmhaltetaste, dass ich hier die Temperaturbereiche eingebe und dann hält es das genau auf dieser Temperatur zwischen 35 und 85 Grad das Fläschchen warm und ist eigentlich einfach beschrieben. Und das, was die Erfahrung einfach braucht, ist wirklich zu wissen: Okay, ich habe das aus dem Kühlschrank genommen, das sind circa 100 Gramm. Wenn ich das jetzt reinstelle, wird das warm. Aber da wird natürlich immer nur das Äußere warm, deswegen muss man sich dann Gedanken machen, dass das Äußere man wärmer macht, damit man das dann mit dem inneren, ich nenne es mal kühleren Kern, vermischt und am Ende eine servierfertige Portion für das Baby wird. Und daran scheitern manche Leute auf Amazon und deswegen ist es auch so, dass manche so negativ schreiben. Ansonsten funktioniert das Teil, aber man muss eben etwas Gefühl wissen und man muss es vielleicht 5 bis 6 Mal ausprobieren. Aber ansonsten ist dieses Teil, finde ich, wesentlich einfacher als irgendwie ja, die Herdplattenmethode oder Mikrowellenmethode, wo auch viele Stoffe ja verändert werden durch die Mikrowellenstrahlen. Das wäre alles von dieser Sache. Hier gibt es noch eine LED-Anzeige. Diese LED-Anzeige zeigt die Zeit an, beziehungsweise die Temperatur, die dann auf dies hochheizen soll. Wichtig ist, der Temperatursensor ist natürlich hier im Äußeren. Der misst also nur die Wassertemperatur. Das sagt noch gar nichts aus, wie warm das dann im Fläschchen selber ist.
Das ist auch nochmal wichtig zu wissen, da sind auch manche enttäuscht, dass sie sagen, ja, es steht 37 Grad, aber es ist es ja gar nicht. Doch, das Wasser ist 37 Grad, aber so eine Babykost braucht eben, bis die warm wird. Das wäre es von diesem Unboxing oder Ersteindruck. Ich wünsche euch viel Spaß. Amazon-Link findet ihr unten. Das Ganze kostet neu circa 22 Euro inklusive Versand.